Hallo liebe Freunde und Zuschauer, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir die AudioPro KL41 zu Review. Diese Lampe kommt mit einem Gewicht von 230 Gramm netto und einer maximalen Lichtstärke von 800 Lumen. So bekommt ihr die Lampe von Amazon zu euch geschickt. Machen wir doch die Packung auf und wie ihr sehen könnt, ist genügend an Inhalt dabei. Ich habe das größere Pack mit den vier verschiedenen Farben, alle im Pack inklusive. So anstatt, dass ihr vier einzelne Lampen kauft, kauft einfach eine mit den eintauschbaren Farben. Als erstes haben wir die Lampe an sich. Wie ihr sehen könnt, ein sehr schönes Design mit diesen Kühlungsflossen hier. Der Clicky-Switch hinten dran, eine 18650, perfekte Lampe. Wie ihr auch sehen könnt, hier vorne ist, dass der Reflektor eigentlich ziemlich tief ist. Denn das ist eine taktische Langstreckenlampe, die ihr für eigentlich jede Art von Aktivitäten im Freien benutzen könnt, zum Beispiel für die Jagd, zum Wandern oder sogar Camping. Oder sogar könnt ihr diese Lampe als eine Notfalllampe für zu Hause oder im Auto benutzen, falls mal ein Stromausfall ist, habt ihr Licht. Als nächstes möchte ich mir diese Farben vornehmen. Wie gesagt, sind vier Farben hier inklusive. Die weiße, die gerade in der Lampe eingebaut ist, dazu kommt die grüne, die Infrarot und die rote Lampe. Dazu kommt ein Pack von zwei 18650, jede mit 3400 mAh jede. Also diese sind wirklich ziemlich die besten auf dem Markt. Sehr, sehr gut. Dazu gibt es ein doppeltes EU-Ladegerät, also mit EU-Stecker. Ein doppeltes Ladegerät, wo zweimal 1 Ampere ausgibt oder 2 Ampere. Für beide Ladestationen, das heißt, er lädt auch ziemlich schnell diese Batterien wieder auf und dadurch, dass ihr ein Doppelladegerät habt, könnt ihr einfach beide reinstecken und sie sind ziemlich schnell beide wieder voll. Dann habt ihr noch hier einen kleinen Fernswitch, den schraubt ihr anstatt diesen Clicky-Teil hier drauf, schraubt ihr hier drauf und dann habt ihr einen Fernswitch, den ihr dann nicht an der Lampe direkt betätigen könnt. Dazu kommt dann in der Packung auch noch so eine Halterung, wo ihr die Lampe hier einspannen könnt und dann die Lampe irgendwo an eurer Jagdwaffe oder sogar an einem Fahrrad, habe ich es getestet, festschrauben könnt und es funktioniert ziemlich gut. Ihr könnt sie dann auch hier mit dieser Schnellentnahme entnehmen. Als letztes in der Packung haben wir die zwei Ohrringe, Ersatzohrringe, falls die in der Lampe drin sind, abgenutzt werden, könnt ihr diese ersetzen. Und dazu gibt es auch noch ein kleines User Manual oder Bedienungsanleitung, leider nur in Englisch. Hier stehen aber sehr, sehr viele Informationen dabei, gerade zu den Modes, wie gerade der weiße Einsatz funktioniert mit den ganzen Modi, werde ich euch aber gleich erklären. Trotzdem würde ich, wenn ihr Englisch lesen könnt, empfehlen, dieses schnell einmal durchzulesen, damit ihr eine Idee kriegt, was ihr am besten der Lampe nicht antut, um sie nicht zu beschädigen. Und bevor wir die Batterie überhaupt einsetzen, möchte ich euch einmal einen kleinen Vergleich zeigen. Und wir haben hier nämlich einmal den weißen Einsatz. Das ist eine Cree XML und sie besitzt 5 Modi und läuft zwischen 800 bis 1000 Lumen, wenn sie gerade angemacht wurde. Wenn sie schon eine Zeit lang läuft, the way you open the light is quite easily, langsam runterzufahren, da die Lampe ziemlich heiß wird. Und das ist eine automatische Funktion, einfach um die LED zu schützen, damit sie nicht durchbrennt, wird sie einfach runtergeregelt, bis sie auf der optimalen Position ist, wo die Kühlung und die Lichtmenge einpasst. Dabei läuft die LED auf 2,8 Ampere. Der rote Einsatz hat eine Cree XPE und nur ein Modi. Dabei werden 150 Lumen produziert auf 1 Ampere. Die grüne LED hat auch die XPE, auch ein Modi, dafür 200 Lumen auf 1 Ampere. Und dann der spezielle Infrarot-Einsatz hat eine LED von Osram bei 1 Modi und konsumiert 1,5 Ampere, also etwas mehr als die grüne und die rote LED. Schauen wir uns doch an, wie jetzt die Batterie in die Lampe installiert wird. Einfach die Batterie, den Pluspol, zum Lampenkopf hin installieren. Jetzt haben wir die Batterie installiert und schauen doch gleich, wie sie funktioniert. Klicke an, haben wir jetzt Low Mode, also niedriger Mode. So, diese Lampe war jetzt für mehr als 3 Sekunden an und wenn wir sie jetzt ausschalten und wieder einschalten, ist sie immer wieder auf dem gleichen Modi wie zuvor, solange die Lampe mehr als 3 Sekunden lang an war. Wenn wir jetzt die Lampe weniger als 3 Sekunden an, remove the battery and then only remove the brass pill, like this. Und dann gibt es hoch, Strobe und
SOS. Es funktioniert einfach so, solange die Lampe weniger als 3 Sekunden an ist, springt sie automatisch in den nächsten Mode. Und solange sie mehr als 3 Sekunden an ist, kommt sie immer wieder im gleichen Mode an. Dies war jetzt die weiße LED. Schauen wir doch mal. Take the new brass pill. Screw it onto the reflector. Okay. Was ich euch sehr empfehle, dadurch, dass diese drei... Then take the body of the light. The right way around. Also screw it in the way it should be. Jetzt zu entfernen. Damit der Druck in der Lampe entnommen ist, entnehmen wir erst die Batterie. Und dann entnehmen wir das Rohr der Lampe. So wie hier. Was ich euch sehr empfehle, ist alles, was an O-Ring-Teilen hier dabei sind, einfach, sobald ihr die Lampe kriegt, einfach ein bisschen einfetten. Dann geht nämlich das Rein- und Rausschrauben viel besser und die O-Ringe gehen nicht so schnell kaputt. Und wie gesagt, die Lampe in Grün hat nur ein Modi. Also egal wie oft ihr sie an- und ausmacht, sie kommt immer in der gleichen Stärke an, nämlich 200 Lumen. Zeige ich euch doch gerade diesen Fernswitch. Der wird nämlich sehr, sehr einfach hier drauf geschraubt. Und dann funktioniert er einfach so, dass ihr hier ein schönes Klebepad habt. Das könntet ihr irgendwo hinkleben, an eure Waffe zum Beispiel, wenn ihr jagen geht mit dieser Lampe. Aber der Switch ist ziemlich einfach. Ihr habt hier nämlich 2 separate Switches. Und egal welchen ihr drückt und egal wie lange, je nach dem Modul, das ist einfach nur ein Pressure Switch oder ein Druckswitch, in dem ihr, solange er gedrückt ist, bleibt die Lampe an. Sobald ihr loslässt, geht die Lampe automatisch aus. Und um euch zu sagen, 3 Problemlösungen sind normalerweise entweder dieser Papierschutz hier weg. Das heißt, es gibt einen kurzen direkt vom Reflektor auf die LED-Kontakte und dann gibt es einen kurzen und die LED funktioniert nicht. Das zweite Problem ist normalerweise, dass die Lampe nicht ganz zugeschraubt ist und der Kontakt fehlt. Also schaut, dass sie ganz zugeschraubt ist, falls sie nicht geht. Und der dritte, und der ist mir selbst schon passiert, ist hier hinten in dem Knopf. Und was passiert ist, dass die Lampe dann einfach nur noch flickert oder gar nicht mehr angeht. Und das Problem ist so, so einfach zu lösen. Nämlich, wenn ihr so eine Art von Werkzeug habt, könnt ihr einfach diese Platine hier hinten oder diesen Einsatz schauen, dass er ganz zugeschraubt ist, also fest zugeschraubt durch diese 2 Punkte, die ihr hier sehen könnt. Und wenn diese 2 festgeschraubt werden, dann funktioniert die Lampe wieder einwandfrei. Warum diese Lampe geöffnet werden kann hier ist, falls euch dieser Boot hier raus springt, könnt ihr ihn wieder einfügen. Das ist mir selber schon mal passiert bei einer anderen Lampe und es wäre blöd, wenn diese Lampe nicht zu öffnen wäre und euch der Boot rausspringt, dann wäre sie nicht mehr wasserdicht. Wenn wir doch gerade beim Wasserdicht sind, schauen wir uns doch gerade dieses rote Licht als, ich sage jetzt mal, Videolampe an. Funktioniert auch gut. Vor allem habt ihr keinen Reflektor dran, aber der Wasserschutz ist natürlich beeinträchtigt. So könnt ihr natürlich überhaupt kein Wasser abbekommen. Solange die Lampe ordnungsgerecht verschlossen ist, an allen Stellen und die O-Ringe gut instand gehalten werden, wird vom Hersteller eine Wasserwiderstandsfähigkeit von bis zu 2 Meter auf 30 Minuten maximal angegeben. Das heißt, falls euch die Lampe aus Versehen mal ins Wasser fällt oder irgendwo in Teich, ist es kein großes Problem, wie ihr hier sehen könnt. So, wie ihr sehen könnt, ist es bei dieser Lampe überhaupt kein Problem, falls ihr sie mal aus Versehen ins Wasser fallen lässt oder mal im Regen steht damit. Hier gerade nochmal zum Zeigen, wie das Rote aussieht, mit Reflektor drauf, wie es sich gehört, habt ihr ein sehr, sehr punktuelles Licht, da diese Lampe für Langstrecke oder für einen sehr, sehr langen Beam gedacht ist. Schauen wir uns doch jetzt ein paar Videos vom Gebrauch dieser Lampe draußen, im Dunkeln, im Freien an, um eine Idee zu bekommen vom Lichtwinkel, wie die verschiedenen Farben sich auf Pflanzen oder andere Objekte reflektieren, damit ihr eine Idee bekommt, wie sich diese Lampe schlägt im Outdoor-Use. So, ich hoffe, das hat euch jetzt eine bessere Idee über diese Lampe und deren Funktionen gegeben.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen oder Meinungen über die AudioPro KL41 oder meine Videos, lasst sie bitte in den Kommentaren unterhalb vom Video. Und falls euch dieses Video natürlich gefallen hat, würde ich mich über ein schönes Like freuen und abonniert doch meinen YouTube-Channel, damit ihr keine meiner zukünftigen Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen.